Das sieht aber gerade ein bisschen komisch aus, ne? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Meine Lieben, aus der anderen Zentrale heute noch ein Video für euch zum Wochenstart. Ich hoffe, das gefällt euch ganz gut, beziehungsweise wackelt natürlich wie fast immer, aber lasst euch nicht triggern da oben von dem Rahmen oder sowas. Das ist ja halt so, aber das habe ich jetzt das erste Mal auch gesehen, aber es geht gar nicht darum. Heute, und ja, ich bin noch angegriffen worden, aber Finish Upgrades Level 1, hä? Komisch, ne? Irgendwas habe ich auf jeden Fall gefinisht, Level 1. Ah, so, ich weiß, was es ist, Leute. Habe ich, wollte ich euch eigentlich noch die Tage gefragt haben, diese Dinger, die jetzt so leuchten hier. Ich glaube, ich habe einen, irgendwas ist fertig geworden, das weiß ich. Irgendein Gebäude ist fertig, gesupercharged. Ich weiß jetzt nur nicht, welches es ist. Und ich weiß auch gar nicht genau, oder können die öfter gesupercharged werden? Bis zu einem gewissen Level. Das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht. Ich gucke mal. Oh, ich glaube, die können öfter gesupercharged werden, ne? 4 Stunden, Scattershot. Warte mal. Scattershot. Sind beide am Bauen. X-Bogen. Ich weiß gar nicht. Kann man die mehrmals machen, Leute? Ich weiß es echt nicht. Wir nehmen den Inferno Tower hier. 8 Millionen. Und nehmen uns noch eine Mauer für 7-2, also echte Schnäppchen. Aber Leute, ihr habt ja auch gemerkt, es gibt jetzt überhaupt ein kleines Event, also Mini-Event. Ich wollte am Wochenende eigentlich 20 Pässe für euch kaufen und die alle verlosen. Aber ich glaube, die 3,49 mal 20 hätte ich mir oder kann ich mir schenken, denn ich glaube, das ist nicht so gut für euch. Oder es ist, was mich ein bisschen wundert, ist, dass Supercell jetzt ja den Loot sowieso schon erhöht hat. Und da wundert es mich eigentlich, dass sie hingegangen sind und machen ein Mini-Event, wo man noch mehr nur Loot bekommt. Ist natürlich nicht schlecht. Auch für mich tatsächlich ist das Event eigentlich ist es gut. Vielleicht kaufe ich mir ein paar Sonnen im Nachhinein, weil man bekommt natürlich doch extrem was an Ressourcen hier. Und wenn ich natürlich den oberen nehme, dann bekomme ich eigentlich nur Runen und okay, ich bekomme natürlich auch Ressourcen, aber ich kann mir später beim Händler noch mehr kaufen. Wobei ich hier immer noch bei Null bin. Es gab für mich noch keine Medaillen hier. Wo kommen denn hier mal die ersten Dinger? Da kommen die ersten 550 nur. Okay. Das ist echt ein bisschen wenig, ne? Da kannst du ja auch nicht so richtig viel für kaufen, ne? Wenn du den oberen Pfad nimmst, sind es immerhin 1900. Da kannst du ja auch nicht ganz so viel von nehmen. Also aber 1900 plus 550 sind ja schon 2450. Und für 2450 bekommt ihr hier in der Regel Skins für 2250, glaube ich. Ich habe diese drei Skins schon, also nicht, weil ich sie mir hier rausgeholt habe, aber weil ich sie hatte. Ihr seht die sicherlich, wenn ihr sie noch nicht habt. Das müssen die Super Champion sein. Drei Stück an der Zahl. Und aber ich finde das Event, also nur wegen Ressourcen, Leute, und gerade weil es ja jetzt echt viel zu looten gibt, finde ich ein bisschen, ich will nicht sagen grenzwertig, aber finde ich ein bisschen komisch, dass Supercell den Weg hier geht, um 1, 2, 3, 4, 1, 2, um das nochmal aufzuwühlen, beziehungsweise um das nochmal aufzugreifen hier, wenn schon Loot, dann noch mehr Loot. Aber sei es drum, es gibt ja jetzt auch noch nicht so viele von den Medaillen hier. Es gibt im Moment nur von den Rewards, die man sammelt, von den Eiswürfeln, glaube ich, sind es, ne? Eiswürfel sind es, gibt es ja im Moment nur 200 plus 40. Vielleicht ist es heute schon anders, wenn ihr das Video seht. Ihr seht das Video ja erst am Montag. Unter Umständen seht ihr da unten, ist dann auch schon dieses Free Chest Event irgendwie am Start. Ich habe das heute noch mal irgendwie ausgeschnitten hier für mein Overlay, was ich hier habe. Und weil auch das ist ja im Moment ein bisschen fehl. Supercell kommt im Moment so ein bisschen so nicht so wirklich nach mit dem, was sie sagen, was an Events eigentlich kommt und was kommen soll, nämlich die tollen Truhen. Und dem Doing, sage ich mal, da hat sich ja jetzt auch schon dann so ein kleiner Fehler eingeschlichen gehabt nach dem letzten Upgrade, wo es die Clanstadt-Geschichten gab und so weiter.
dass Leute nicht einloggen konnten, ich unter anderem auch nicht, also jetzt nicht, das hat jetzt nicht mit mir zu tun oder so, aber es war ja ein allgemeiner Fehler, der kam dann einen Tag später auch nochmal vor und da musste man sich entschuldigen. Ganz zu Anfang des Monats hat man dieses Dilemma mit dem Goldpass, kein Skin im Goldpass geht gar nicht und deswegen, ich wollte gerade sagen, nehmen wir den mal mit oder wir nehmen den einfach mal mit hier. Wir nehmen den mal mit. Ich gucke mal, dass wir da so ein bisschen komisch fliegen können. Warte mal, wo die so hingehen. Dass ich wenigstens den Adler da mitnehme. Einen Monolithen hat er da hinten stehen, okay. So, das müsste gerade noch so geklappt haben. War schon ein bisschen spät fast aufgemacht, ne? Die Blimp. Aber Adler haben wir bekommen. Scattershot kriegen wir auch beide, denke ich mal. Ja, kriegen wir auch beide. Oh, jetzt gehen die hier wieder überall. Die gehen überall hin, ne? Die gehen überall und nirgendwo hin. Okay. Machen aber noch so ein bisschen was weg. Und die, ah, die Queen hat jetzt einmal drauf geschossen. Aber da ist noch was weggegangen. Dann, das ist der Royal Champion. Okay. Z ist so Royal Champion, alles klar, dann gehen wir hier, ich gehe immer über Ecke rein, aber den 15er müssten wir eigentlich geschafft haben, oder müssen wir eigentlich schaffen. Was mir, ich habe das Heilbuch drin, okay, wieder nicht gewechselt, Toto, aber ich habe die Schleichis dabei, die braucht ihr auf jeden Fall, um den Bonus natürlich zu bekommen. Ich hoffe, das ist euch auch etwas eher aufgefallen wie mir, denn mir ist das ziemlich spät aufgefallen, dass ich die ja mitnehmen muss und hatte schon ein paar Angriffe gemacht, ohne dass ich die mitnehme. Was natürlich dann nicht so ultra effektiv ist. Entschuldigt bitte, ich muss unbedingt was trinken. Da gehen die durch. Und haben wir hier noch einen Helden oder macht der schon... Ah ne, wir haben hier noch, glaube ich, einen Helden. Irgendwo hat man noch einen Helden. Ach, hier ganz hinten, den Royal Champion. Ja, da geht der Headhunter jetzt hin, aber der kommt gar nicht so weit. Okay, der kommt gar nicht so weit. Dann nehme ich hier mal die Hox mit in die Pflicht. Und dann geht der Royal Champion hier ganz geschmeidig durch. Allerdings unten wird es jetzt gleich ein bisschen eng. Beim gegnerischen Royal Champion, wenn die denn so weit kommen. Oder ich bekomme dort etwas... Wo ist meine Queen denn eigentlich? Ich kriege jetzt keinen Bonus, deswegen mache ich diesen Angriff auch. Aber es gibt ja trotzdem, ihr seht das, 190 Eiswürfel und es kommen nochmal on top drauf. 40 Stück, das hatte ich auch in den Videos so ein bisschen anders gesehen. Und ich habe auch in den Videos gesehen, also von den anderen Content-Kreatoren, habe ich auch in den Videos gesehen, dass das Event eigentlich 12 Tage gehen soll. Da stand oben 12 Tage, jetzt geht es nur 6 Tage. Aber gut, was willst du machen? Keine einzige Medaille, die kommt echt hier am Schluss erst. Naja, okay. Wie viel müssen wir da denn noch machen? Oh, wir kriegen auch so wenig immer. Ne? Ja, ich weiß gar nicht. Gut, dass ich diesen Pass nicht gekauft habe, muss ich ehrlich mal so sagen. Das ist eine Armee zum Kopieren. Okay, die nehme ich mir mal mit, aber ich glaube, ich habe sie schon. Dort oben. Allerdings, lass mal gerade gucken. Ja, ich glaube, die habe ich schon, ne? Mit dem Apprentice. Einmal da. Warte mal, die Armee mit denen habe ich. Einmal dort. Ja, ich glaube, die habe ich schon. Ja, die habe ich schon. Okay. Müsste ich dann auch mal ausbilden, die Eulenhexen. Ne? Lass mich mal eben kleinen Cut machen und dann trinke ich eben was und dann mache ich noch einen schönen zweiten Angel für euch. Ich kann allerdings schon mal fordern, dass ich mir das hier auch ein bisschen gespendet wird. Ah, jetzt habe ich die. Ah, ne, die Blimp habe ich ja verbraucht, ne? Ich denke auch nie dran. Das Heilbuch ist jetzt richtig. Die Blimp habe ich verbraucht. Okay. Und die Blimp nehme ich aber wieder einmal nach. Und dann sage ich mal bis gleich. Da sind wir wieder. Und bevor wir noch mehr Dunkles ansammeln, verkräften wir das mal. Was anderes kann man im Moment ja mit dem Zeug nicht machen, wenn du einen ziemlich hohen Level hast. Außerdem gab es ja auch im Minipass noch was. Also ja, der Minipass, auch in den Videos, die ich gesehen habe, stand er eigentlich bei 2,99 €, Leute. Jetzt steht er bei 3,49 €. Vielleicht war das auch immer Preis ohne Steuern oder so. Aber
Die Tage kam auch noch eine Frage, war, ob der Goldpass schon immer so teuer war. 7,99 €. Ja, der ist jetzt schon länger so teuer. Ich habe noch mal 4 Stück gekauft, Leute. Für 2 Stück dann für die Oktober-Season. Und ah, das ist ein schönes Ding hier. 1 Mille. Der ist schick. Und den nehmen wir auch mit. Ich guck mal. Aber hier stehen auch immer... Das ist echt immer doof, ne? Die Luftabwehren immer außen da. Das ist jetzt... Ah, nee, ich habe ja gar keine Blimp. Toto, was laberst du für einen Scheiß? Ich hab ja gar keinen Blimp. Ich hab ja gar keine Blimp hier zu spielen. Stimmt ja, Leute. Wieder verpeilt, ne? Wie am Wochenende auch schon. Obwohl, ich muss sagen, die Streams haben mir sehr, sehr gut gefallen am Wochenende. Die waren echt cool. Boah, der Ohrgeschützenturm ist einfach so unendlich stark. Die ballern echt heftig weg. Aber okay, müssen wir durch. Müssen noch ein paar Medaillen noch sammeln, beziehungsweise Eiswürfel sammeln. Und dann lassen wir die Queen erstmal ein bisschen laufen. Ich sehe das ja vorne auch so ein bisschen. Noch sieht es ganz gut aus. Kann noch mal ein bisschen näher reingehen. Aber ihr seht das schon, wenn ich jetzt nicht rechtzeitig boostel hier, dann sind die echt mal fett weg. Oh nein, was mache ich? Naja, okay, dann gehen die jetzt da rein. Mit dem Moorbruch. Der Adler ist auf jeden Fall weg. Und ich denke mal, ach, die Queen merkt es gar nicht, dass er angeschossen wird da. Das ist cool. Aber der ist auch nicht ganz durchgegangen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir ihn da hinten, ihn hier. Und unsere Miner-Meute nehmen wir ruhig hier auf die Gebäude. Da unten ist ja schon einiges weg. All Champion hinterher. Oh, meine Queen, bleib bei uns. Fuck. Entschuldigt bitte den Ausdruck. F-U-C-K. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen Heil werfen hier. Stelle ich auch gerade wieder fest. Und die ballern hier echt heftig. Was nieder. Wo ist mein... Ach, da sind wieder Skelette in der Mitte, ne? Ah, Gottes Willen. So, wo ist jetzt mein Royal Champion? Weil jetzt geht das Rathaus down und da kommt... Na, ein bisschen habe ich die noch in der Aura drin, ne? Ein bisschen habe ich die jetzt noch in der Aura drin, okay. Wenn auch nicht so ultra viel. Queen ist noch zündbar. Kann ich hier schon... ich kann hier aber auch nichts setzen jetzt gerade, ne? Kann echt nicht setzen. Ich kann hier hinten höchstens beim King ein bisschen was mitlaufen lassen, dass der dann noch ein bisschen was wegtankt. Queen ist jetzt auch da, die macht ein Lager. Aber die Kanone ist auch so stark. Ne? Meine. Und die Nado gefallen. Gefunden, nicht gefallen, gefunden. Nado gefunden. Aber die Kanone geht jetzt auf jeden Fall down. Frau Pekka ist da auch noch. Zweimal sogar, okay. Aber jetzt wieder der Bogenschützenturm, Leute. Guckt euch das an, was der ballert. Also die zusätzlichen oder fusionierten Defenses. Okay, Time Fail. 190 und 38. Ja, jetzt habe ich so eine krumme Zahl da oben stehen, ne? Jetzt habe ich da so eine krumme Zahl stehen, Leute. Aber ist, glaube ich, egal, ne? Wir sind ein bisschen weiter im Spiegel, oder? Naja, mit den oberen Sachen aus dem Pass würde ich sagen, die Runen und so verkauft man dann sinnvoll für Gems. Oder aber man nutzt sie natürlich. Ich kann sie immer noch gut gebrauchen, ihr seht das. Ich habe jetzt zwar auch wieder alle Bauarbeiter am Start, aber in 4 Stunden habe ich auch schon den nächsten. Und oder den nächsten freien Bauarbeiter. Oder zwei Stück bekomme ich, einen bekomme ich wieder. Und ihr müsst mir aber unbedingt in die Kommentare schreiben, ob man die Sachen mehrmals chargen kann. Also ich habe ja jetzt erstmal einen Charge hinter mir auf einige Gebäude und der zweite Charge kommt sicherlich noch. Ich habe hier, wie gesagt, dementsprechend auch noch nicht viel gelesen, wenn es darum geht, also Important Announcement. Ich habe den Client ja auf Deutsch, glaube ich. Ah nee, ich habe den immer auf Englisch, aber im Deutschen ist es leider auch so, dass es hier ein paar Sachen gab. Den Sternbonus gibt es natürlich jetzt für 7 Tage. Das ist nicht schlecht. Und die Chests, mal gucken, wann die Chests drin sind. Ich denke mal, ich hoffe mal, wenn ihr das Video jetzt heute am Montag seht, dass dann auch die, Chests endlich hier den Weg reingefunden haben. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, also war nur meine Meinung, ich finde den Pass diesmal eher schwach.
Deswegen kaufe ich mir nicht. Ich kaufe mir eigentlich immer auch die Ereignispässe, aber diesmal tue ich es halt nicht. Könnt ihr mir trotzdem Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns ja auch wieder in dieser Woche in den Livestreams. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch, denn es hat wirklich Bock gemacht am Wochenende mit euch ein bisschen live zu streamen. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und die nächsten werden mir sicherlich auch wieder gut gefallen. Bis dahin, habt einen schönen Wochenstart. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.